Was hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Hofbergmann Loaded mit dem Boxer Paul Simon am Bergmann Freitag. Hallo. 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 Du wolltest was fragen, Boxer? Ganz gut. Du wolltest doch nicht, okay. Ich will nicht mit dir reden. Was? So, ich mache jetzt die letzte Mische fertig und dann helfe ich euch mit dem Düngen. Alter, wo ist die Kohle hingegangen? Ich guck mir gerade den. Paul? Was hast du gesagt? Ich kaufe mein Zeug für Forst. Nee. Achso, okay, ja gut. Wie viel hast du da jetzt was hast du alles gekauft? Die Biberfamilie. Alles? Das ist ja. Ey, ohne Witz. Ja, schade, Paul. Momentan nicht lieferbar. Hat noch zu der Laden. Wieso steht er schon am Hof? Du bist. Ohne Witz, ohne Witz, ohne Witz. Ah Gott. Immer mehr am Pushen, der Junge. Wieso am Pushen? Am Pushen! Wieso? Das war eine Speziallieferung. Ja, ah, okay. Klar, das war Nachtexpress. Ja, wir sind Premium-Händler, weißt du? Also Premium-Kunde. Ich hab sogar extra nur die kleine Motorausführung genommen. Ja. Ach, du Guter. Deswegen hat er auch nach dem Brandner gefragt, kann das sein? Nö, ich hab nur mich gewundert, weil er nicht da stand. Oh, okay. Alter. What was it? Lass mal sehen, deine Biberfamilie, ey. Wo ist denn das Ding? Alter Schwede. Okay. Meinst du, er schafft das? Da. Ist das Kunst oder kann das weg? Bedeutet das, wir treffen uns heute Mittag im Forst oder wie? Ja, ich gehe Bergmann Freitag in Forst, ich habe jetzt Bock drauf. Ja, tschüss. Für was eigentlich diese Plattform hier? Das ist ein Transporter, glaube ich. Da kommt der jetzt drauf. Da kommt der drauf. Ach so. Ja, Alter, dann wir machen mit Tieflader, also. Wenn, dann richtig, ja. Wir vergehen hier noch rein, Alter, die Kühe fressen uns die Haare vom Kopf. Ah, das war's, okay. Moment. Er hat ja auch einen Anhänger hinter. Lass mal den Futtermischwagen bei den Kühen stehen, ne? Was macht das Ding jetzt? Und gegen die Wand gefahren. Danke. Hört ihr mich nicht, Alter? Also viel sehen tut er nicht. Die Gratis ist real. Da ist es. Wow. Warte, ist denn nicht mehr mitgucken? Okay. Kann ich drauf fahren? So funktioniert das also, okay. Nein. Du bist zu schwer, Werner. Lass es. Ready, wir können los. Hey, da einmal raufgefahren, ne? Mach das mal nach. Ich hab ein Raupenfahrzeug. Alter Schwede, sieht das cool, krass cool aus, ohne Witz. Ja, wenn dann, wie gesagt, richtig machen, ne? Falsches Gerät. Wie falsches Gerät? Ich hatte die Seilwinde ausgewählt, wollte aber den Frontlader bewegen. Du musst weiter vor, Paul, sonst hast du... Achso, nee, alles gut. Da kannst du noch was anhängen jetzt, oder wie? Ja, genau! Ja, auf wen stehst du? Holst du den Wagen noch oder soll ich ihn nicht vorbeibringen? Ja, normalerweise kann er mitnehmen? Jo! Alter Schwede! Ja, Paul ist mal weg, ne? Ja! Ich komm mit! Bring Geld! Alter! Was? Ah! Nicht Felder? Tot! Alles tot! Ich hasse den Verkehr! Paul, da ist ein Auto! Ja, der muss jetzt warten! So! Wo wollen wir überhaupt Forst machen? Ja. Hat er eine Agusta jetzt reingeschwungen? Achso, nein! Alles gut. Direkt Forst machen? Wollten wir nicht erst die Bäume irgendwie am Rand der Felder entfernen? Mutti, wir haben halt keinen LKW zum Verladen. Hallo! Hey! Ich bin da reingetappt. Ich fahr mit. Rundum leuchtet es an. Ja, fangen wir doch hier an. Ja, genau. Würde ich auch sagen, Paul. Machen wir hier die ganze Kacke weg hier. Was? Du hast sogar eine Motorsäge gekauft. Alter, ich fange jetzt hier sicher nicht an, hier die scheiß Laubbäume zu machen. Ja, wie jetzt hier? Das. Hallo? Na? Du auch hier? So, ich muss los. Wir gehen den Wald weg machen, den Simon schon ein paar Mal abholzen wollte. Ah, so, Boxer, muss ich dir helfen zu düngen? Oha, Gott, lass mich in Ruhe. Da kommt der Nächste. Simon, bist du heute im Sportmodus oder warum sprintest du den Leuten hinterher?
Du kannst doch einfach in den Biber reinspringen und mitfahren, ne? Man sagt immer dem Geruch nach. Was? Boxe? Nein, ich wollte, wie viele Fahrzeuge haben wir eigentlich? Genug. Oh Gott. Box hat einen Kurs gemacht. Und ich hab das Licht ausgemacht. Nee, ich hab TP-Fahrer anmachen müssen. Gibst du gerade Gas? Und steht das noch nicht, so das, nicht nur das Zugfahrzeug blinkt vor mir, sondern ich blinke auch noch selber. Willst du hier anfangen? Wir sind immer nah am Sägewerk. Steig mal aus. Aber Simon, deine Theorie könnte stimmen mit den Vorwärts-Rückwärts-Schaltung. Hat doch keinen Sinn, oder? Das hat schon so, mehrere ich fange fang mal mit dem Baum hier an, ne? Mehrere Sachen immer das gegeben, die keinen Sinn machen. Hau mal ein paar um, ja. Ich schalte mal meine Winde an. Aber Leute, nicht, dass noch der RTW kommen muss. Nee. Wir haben hier rundum leuchtet. Baumfeld! Baumfeld, ey, tot. Nicht auf den Holland drauf! Ich stelle mal den Holland auf die Straße, dass wir ein bisschen Absperrung haben. Boxe! Oh Mensch, das ist ja ein schönes Fahrzeug. Lass du mal bitte mein Biber in Ruhe. So. Absperrung ist da. Aber Simon? Ja? Heißt das nochmal Biber? Nein. Willst du mir den Baum mal anhängen? Das wäre zu freundlich. Ich muss den Baum erstmal freischneiden. Wie hänge ich den an? B. Oh Gott! Geht! Was macht denn da? Achso, du ziehst dann einfach so richtig low über die Straße rüber? Okay. Ja, jetzt mal zum Ausprobieren, wo ich überhaupt hin muss damit. Bringt das Geld? Nee, es tut nur so. Oh Gott, leck. Du der richtige Mann dafür bist, weiß ich ja noch nicht, du. Also. 66,59 haben wir. Woher lösen? X war lösen. Du musst weiter vor. Ach nee. Vor. Ach Gott, scheiß Cosplay. Verpiss dich. Oh Gott. Ihr macht okay, das Baul. Okay, alles klar. Dann mach das mal. Schon ewig nicht mehr gemacht, ey. Hat man das überhaupt viel gemacht mit dem Kran? Ja, auf der Standardkarte schon, aber... Ich sehe nur Bäume fliegen da drüben. Aber wo gehören die hin, Paul? Das ist die andere Frage. Auf dieses Holzteil hochriefen. Ehrlich? Ja. Das hat sogar Licht, Alter. Ich werd verrückt. Hat das eine Hupe? Hat er nicht. Was ich meine, die Bäume sind ein bisschen groß. Easy. Ich hab ja noch ein Polterschild im Notfall. Oh Gott, komm ich über den Zaun rüber? Ich glaube nicht. Ah, doch, gerade so. Nein! Verdammt. Alter, das hat 3000 Euro gegeben und sowas. War nicht schlecht, ne? Gut, ich fahr wieder, ich gehe wieder arbeiten. Mach das. Was müssen wir denn machen, Boxer? Erzähl mal was. Die Felder noch düngen. Ja, mit was? Traktor, der am besten Pflegebereifung hat. Oder du kannst, was du machen kannst, den Traktor schnappen, Regel dran und dann am Hof, rechts davon, ist ja noch diese Wiese, da wo wir immer mähen, die könntest du striegeln. Rechts davon, ja okay, kann ich machen. Oder ist sie schon? Weiß ich nicht, irgendwer hat gesagt, er hat schon irgendwas gestriegelt, aber was genau... Ich glaube, die kannst du noch. Klar, ne? Ja, die sieht so aus. Ja, da kannst du noch. Oh. Da ist gerade irgendwie fertig geworden. Ja, ich gehe schon rein. Ja, aber dann, die meisten Felder haben dann immer noch die zweite Wachstumsstufe. Das heißt, es müsste nochmal gedüngt werden. Oder du striegelst sie alle.
Ja, die Frage ist, wenn du jetzt direkt danach striegelst, bringt das doch nichts. Ich muss das umkonfigurieren. Du musst mindestens eine Wachstumsstufe warten. Was hat Werner jetzt wieder festgestellt? Alles gut. Boah, der ist fast ein bisschen zu fett, glaube ich. Kann ich hier... Oh ja, ich kann... Paul, wir verursachen irgendwie einen ziemlich großen Stau hier. Das ist mir egal. Willst du die ein kleines bisschen kleiner machen? Ich muss den jetzt sofort... Dir hier auf den Anhänger sofort waschen gehen, Alter. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir vergessen haben, draufzunehmen. Metermaß, ja. Mhm. Kriegen wir schon hin. Irgendwie hat er was, aber ich weiß nicht genau, ob sie dazu setzen wird. Oh Gott, was hast du jetzt gemacht? Nix, alles gut. Das ist ein Gefass? Kannst du sie noch absägen? Mach mal ein bisschen tiefer. Neben der Gabel kannst du ihn abhauen im Prinzip. Weiter rechts. Von mir aus rechts, Entschuldigung. Weiter rechts. Ja, so, da kannst du ihn abhauen. Einmal in der Mitte durch, das reicht schon. Alter Falter. Aber es ist brutal, wie viel dieses kleine Traktörle hier eigentlich aushält, ne? Jo. Ich meine, der Stamm hängt voll nach links raus und das Ding steht einfach da. Der Bibor? Ja. Kann ich irgendwas ansehen? Nee, ne? Nee, du musst düngen. Ja, verdammt. Das ist aber nicht Raupenfahrwerk auf den Fan drauf, oder? Warum? Kann ich das aufbauen? Keine Ahnung. Kann gut sein. Ich brauche jetzt irgendeinen Traktor, mit dem ich düngen kann. Danny kann Holland? Ich nicht absägen. Geht nicht. Danny Holland? Nee, nein, ist ja unter dem Forst unterwegs. Ah, Mann. Du kannst ihn aber auch haben im Notfall. Wir haben keinen anderen. Der kleine Fendt, ja, aber... Bis der ja, die Frage ist, geht der New Holland auf Pflegebereitung? Warte, ich guck mal nach im Shop. Lalalala. Welchen haben wir denn? Den haben wir. Radgewichte, da steht nur Trelleborg, Michelin, keine Ahnung. Sieh mal, wir mieten dir jetzt noch so einen schönen Vollernter. Nee, haben wir nicht. Geht nicht, Boxe, geht nicht. Ja, dann musst du Simons benutzen, vielleicht diesen Fendt, wenn der hat. Geht der? Ja, der hat es hundertprozentig, der ist von Forbidden Mods. Das war der hier, oder? Der 300er. Breitreifen, Pflegebereifung, der hat eine. Verdammt, muss ich jetzt mit dem... Ah, da war ich gerade drin gesessen. Shit. Werner. Ja? Kannst du ruhig ein Stückchen länger schneiden? Ich sag jetzt mal nichts, ich switch mal weiter. Ich finde den geil. Oh Mann. Ja, es ist schwierig im Gras zu sehen. Ja. Oh, da hast du ein Meter Rugelchen gesägt, kann das sein? Möglich? Hinter dir. Was ist hier los? Alter, Leute, verursacht ihr irgendwie Staub? Der irgendwas mitten auf die Straße gestellt? Ja, klar. Wohin staubt sich? Da ist absolut Chaos. Hier ist gerade Wassertransport, aber kein Problem, dann mache ich das jetzt selber. Alter, das ganze Dorf ist so verrückt. Oh, der ist schon fertig, sehr geil. Wir bräuchten jetzt noch so Flutlichtmasten, ne? Was? Es gibt einen Mod als Flutlicht, so einen mobilen Flutlichtmast gibt's wirklich. Nehmt doch einfach den John Deere. Kannst du mal herkommen, lass mal aufheben? Ja, ich komm grad. Das macht Spaß. Kannst du mit der Hand aufheben, aber ich krieg's nicht auf den Wagen. Jetzt fehlt uns nur noch ein Hacker, das wäre noch lustig. Ein was? Ein Hacker. Holzhacker. Ach so, okay. Ein Woodcrusher. Ja. Wenn du so willst. Ich finde es schade, dass das Biest immer noch nicht funktioniert für den 17er. Ja, wobei das schon fast wieder langweilig ist, wenn du es einfach nur oben reinwerfen musst. Ja. Ein Kran umspielen. Was? Paul, das Sägewerk macht gleich zu. In der Dreiviertelstunde. Ja, gut, dann das Holz hat erstmal davor. Was in der Dreiviertelstunde, das reicht ja noch. Um 23 Uhr macht das Ding hier zu. Wir wollen dann sowieso gleich spulen, deswegen ist auch egal. Nö, dauert noch ein bisschen, du. Ah, Boxe. Weißt du, ich hab's nicht erwischt, ne?
Kann ich das hochheben? Jetzt müsste ich es haben, jetzt oder? Jetzt hast du es. Was wir schon alles gekauft haben die Woche, ne? Alter. Ohne Witz. Jetzt, du glaubst jetzt mal, yo, wir haben eh alles, ne? Oder irgendwas finden wir immer was irgendwie. Das Paul, Ding pass ist auf, so lang. Ich fäll jetzt den nächsten Baum, ne? Oder haben wir überhaupt alles eingesammelt? Ne, wir haben noch was. Hier. Hier ist noch was. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Hier direkt hinter mir liegt jetzt ein Meterrogel, ne? Den könntest du mal von Hand runter tragen. Ich denke, das ist spannend, was der macht oben, ey. Hm, hinter vielleicht, dir? Vielleicht schauen wir auch heute mal. Vielleicht nehmen wir Seilwinde links. Aber wir sind erstmal fertig für den Moment. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns heute Mittag wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Baby. Tschö.